Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte um die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten kann unterschiedlich geführt werden, ernsthaft oder populistisch. Die Union suggeriert heute mit diesem Antrag, Geflüchtete bräuchten Sonderregeln, sie müssten zur Arbeit verpflichtet werden. Das bedeutet, die Union fordert auf der einen Seite Arbeitsverbote, und wenn die Geflüchteten dann anerkannt sind, dann will sie eine Arbeitspflicht. Das zeigt, die Union hat sich einmal mehr für den Populismus entschieden. Konstruktive Politik sieht anders aus. Dieser Antrag ist nicht nur populistisch, sondern er hilft auch kein Stück weiter. Und vier Aspekte dazu. Erstens, Geflüchtete, die anerkannt sind, und um die geht es ja heute, werden von den Jobcentern auf den Weg in den Arbeitsmarkt unterstützt, und zwar mit allen Instrumenten der Arbeitsförderung, von der Beratung, Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierung, Ausbildung. Und es ist bekannt, dass Leistungen nur diejenigen bekommen, die der Vermittlung auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Das alles ist gesetzlich geregelt, und das nennt sich Bürgergeld. Und jetzt fordern Sie, die Union, für diese Menschen nebulös verpflichtende gemeinnützige Arbeit im Rahmen eines Integrationsprogramms. Damit würden lediglich Doppelstrukturen entstehen, die sinnvolle Maßnahmen in den Jobcentern blockieren und dann am Ende die Menschen sogar vom regulären Arbeitsmarkt fernhalten. Solche zusätzlichen arbeitsmarktfernen Strukturen machen überhaupt keinen Sinn, und sie entlasten die Kommunen schon gar nicht. Zweitens. Wie soll eigentlich Ihr sogenanntes Integrationsprogramm umgesetzt werden? Vielleicht können Sie sich noch daran an das Bundesprogramm erinnern, FIM, Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. Damit sollten 2016 im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes 100.000 gemeinnützige Stellen für Geflüchtete geschaffen werden. Mit nur 8.000 Stellen ist das Programm kläglich gescheitert. Und warum funktioniert das nicht heute wie damals? Die Kommunen müssen richtig viel Arbeit erbringen. Sie müssen Arbeitsplätze schaffen, und zwar nicht nur Arbeitsplätze, sondern die müssen ja auch noch zusätzlich und gemeinnützig sein. Sie brauchen Leute, um die Menschen auch tatsächlich betreuen zu können. Das ist alles sehr aufwendig, und das kostet auch richtig viel Geld. Und deshalb hat das damals auch nicht funktioniert. Sie sollten Erfahrungen aus Ihrer eigenen Regierungszeit ernst nehmen. Drittens. Was ist eigentlich mit den rund 1 Million Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit? Sollen die auch für gemeinnützige Arbeit verpflichtet werden oder nur die Geflüchteten? Sie suggerieren damit nicht zum ersten Mal, dass Geflüchtete nicht arbeiten wollen. Sie stigmatisieren, und sie stellen sie als Gruppe unter Generalverdacht. Und damit bedienen sie rassistische Vorurteile. Die Forschung sagt sehr klar, dass die Beschäftigungsquote mit der Aufenthaltsdauer steigt und dass der Wunsch zu arbeiten über alle Flüchtlingsgruppen sehr hoch ist. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis. Viertens. Und deshalb geht es auch darum, die Geflüchteten nicht einfach nur zu beschäftigen. Was wir brauchen, ist eine Strategie, und zwar individuell und arbeitsmarktnah. Von Anfang an. Und im Übrigen für alle arbeitslosen Menschen. Es geht um gute Berufsorientierung, individuelle Beratung, um Qualifizierung, um Ausbildung, und zwar ganz nach den Stärken und Potenzialen der Geflüchteten. Ziel muss doch eine nachhaltige, dauerhafte Vermittlung in den Arbeitsmarkt sein, als echte Antwort auf den Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Das braucht eine gewisse Zeit, aber wenn es dann gut funktioniert, dann sind die Geflüchteten eben keine Belastung, sondern eine Chance. Grünes Fazit ist also, wir brauchen keine Scheindebatten, sondern wir müssen uns darauf konzentrieren, was bei der Integration in Arbeit tatsächlich hilft. Und deshalb müssen wir, ganz wichtig, müssen alle Arbeitsverbote fallen. Die Geflüchteten brauchen schnelle Verfahren, frühzeitig Deutschkurse,
Berufsorientierung, engmaschige Betreuung. Frauen brauchen zum Beispiel frühzeitig Kinderbetreuung, damit sie überhaupt Deutsch lernen können. Und zentral ist, dass Qualifikation und Berufserfahrung der Geflüchteten zügig anerkannt werden. Und hier sind durch 16 Jahre Union eine Abwehrhaltung, eine Bürokratie entstanden, die definitiv die Integration in Arbeit erschweren und auch verhindern. Die Geflüchteten brauchen also, ich habe es gesagt, Unterstützung, Ausbildung und Qualifizierung. Und davon profitieren dann alle, die Geflüchteten, die Gesellschaft und insbesondere auch die Wirtschaft. Den Antrag der Union lehnen wir ab, denn das, was die Union heute hier vorlegt, hat nichts mit einer ernsthaften, lösungsorientierten Debatte zu tun. Das ist nichts anderes als billiger Populismus. Vielen Dank.